Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Fallout Nummer 4. Wir sind jetzt mit Kate unterwegs. Dann hier sind hier ein Handschuh. Ach so, ist ein Zacken. Ich dachte, sind da welche Perlen oder sowas. Lass nicht zurück, was hilfreich sein könnte. Nee, nee. Hey. Deshalb habe ich dich ja auch mitgenommen. Entschuldigung, das ist gemein. Was dein ist, ist auch mein. Nicht wahr, Schatz? Schatz? Okay. Entschuldigung, ich bin verheiratet. Also, in dem Falle ja wirklich. In dem Falle stimmt das ja sogar. Guck mal, hier Zuckerbomben können noch weg. Hier kann noch ein bisschen was. Was alles für ein Zeug hier rausgeholt haben, ist echt einfach nur krass. Muss man mal sagen. Was wir hier an Zeug looten, ist wow. Sagst du nix. Jetzt interessiert mich doch was. Wow, sehe ich voll. Was Swan da eigentlich treibt. Ja, toll. Das Ding lohnt sich mal so voll. Es ist ja super. Sehe ich nämlich gar nichts. Okay. Schimperler, ja. Soll ich nur mal gesagt haben? Ganz wichtig. Geht's da? Nein. Okay, ich dachte. Mal auf die Karte gucken. University Point sehen wir da. Voltaire visit Boston. Folly Fischfarm ist eine lange General Atomics Fabrik. Okay. Good Neighbor ist da. Dann müssen wir auf die... Ja, unter der Autobahn quasi langlatschen, wenn ich das richtig sehe. Ach, das war Kate. Ah, okay. Ich glaube, da hat jemand eine Minigun. Nee, irgendwer hat eine automatische Laserpistole. Du wirst doch einem Mädchen nicht wehtun, oder? War das etwa schon alles? Ach, da oben sind die. Ich fass es nicht. Gunner. Hä? Steck dich doch nicht. Hörst du das? So muss das sein. Bam. Da drüben. Auf sie. Ach, du hast die Laserknarre, Kumpel. Bam. So, jetzt reicht's. Hier drüben. Hier. Nein. Okay. Tut mir leid, Gatsi. Oh, nein. Ich bin doch... Warte, ich bin doch so drin. Moment, ich hol dich gleich raus. Alter, war ich gerade erschrocken. So, hier. Alter. Diese Scheißroboter. Hey! Was? Medical Center Metro? Was? Was? Du? Da. Hey! Das ist aber unmöglich. Ding. Hey, was sonst denn? Patronen, Scanner, Netzrelay, Spule, Start. Jetzt nicht mehr, oder was? Ich glaube, es hackt. Geht zu. Gut. Ich dachte, da passiert jetzt irgendwas, aber... Wo haben wir jetzt das Metro gefunden? Ach, da. Hier irgendwo. Huh. Alter.
Hier, Medical Center Station. Ja, gehen wir mal rein. Was soll da großartig sein? Außer Gunner. Wahrscheinlich. Boah, der Schrock mit dem Gazi. Aber wir haben einen Clan gekriegt. Wir sind unbesiegbar, Freunde. Ich nehme mal die. Ich weiß nicht. So in engen Räumen finde ich die besser. Ah, Kronkorkenmine. Oh, traumhaft. ...16 Kronkorken? Ja, immerhin. Bisschen Kohle. Also, Freunde... guck mal hier. Tschüss. Ich meine, bevor die es benutzen, ne? Dann schärfen wir es lieber. Da ist ein... Sieht aus wie ein Feuerwehrtyp. Okay. Ich meine ja nur. So, da geht's runter. Also das ist mies, die Falle ist mies. Gut, sind nur Raider. Alles klar. Ah ja. Da geht gleich die Tür auf, Freunde. Gut, oder auch nicht. Das krieg ich mal wieder in den Griff. Ja, krieg ich mal einen Griff. So, Schnauze. Wollte ich nur mal gesagt haben. Diese Falle ist echt asozial, Freunde. Schön so eine provisorische Bombe dran. Da schön hier das Vieh als Auslöser. Junge, such doch. Weißt du? Das schaffe ich nicht zu hacken. Scheiße. Kannst du das? Psst. Was gibt's? Schau mal nach. Keine Chance. Schade. Hätte ja sein können. Ich dachte vielleicht, aber die kann vielleicht Schlösser knacken. Das kann die vielleicht. Das ist natürlich. Ah, guck mal hier. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Sind die denn? Bist du etwa nostalgisch? Ja. Dafür gibt's wohl immer ein paar Kronkorken. Ja, ich hoffe. Ja gut. Ah, ein Kampfgewehr. Das ist gut. Das bietet sich an. Wo ist er denn? Hä? Genau. Das ist es, was ich dachte. So, immer her damit. Ist mir egal. Ich mach dich nackig, Kumpel. Keine Falle irgendwo? Nee? Wundert mich. Stimpack. Oh, ein paar Glühbirnen. Das bietet sich an. Dass man die verarbeiten, nicht einfach. Sag mir, wenn du Hilfe bei dem Schloss brauchst. Oder bei irgendeinem Schloss. Dort reinzukommen, wo ich nicht erwünscht bin, ist ein Talent, das ich mir einbaue. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Psst. Na klar. Abgeschlossen. Ja. Nee. Ja. Kriegst du das auf? Ich habe keine Haarklammern mehr. Hast du welche? Ja. Hey. Hoffentlich ist es das wert. Das macht mir bei diesem Job immer am meisten Spaß. Mhm. Warte. Was sind denn die jetzt? Ah, hier. Ich gebe da mal 11 Stück. Oh, bitteschön. So. Hey. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. Hallo. Ja. Sieh mal, was du tun kannst. Mach ich. So, mach mal auf das Ding.
Mädchen, hallo. Hey. Endlich eine kleine Herausforderung. Mal sehen, was ich tun kann. Ah ja. Bitte sehr. Das war einfach. Oh, danke. Ja, ja, klar, ist nur ein Expertensafe. Patrone, Kriegsgeld. Okay, war jetzt nicht so geil, aber... Ah, das ist ein Feuerwehrprotektron, das ist ja geil. Zu gut geschützt. Ja. So, da unten sind ein paar Raider. Das ist natürlich traumhaft. Das, ne? Bist denn du? Ah, so, so ein Lampending. Ah, ja, okay. Bisschen mehr auf Fallen achten vielleicht. Na, ist ja ein Träumchen. Was? Nein! Wow, das Ding bringt. Ich dachte, das ist wenigstens vollautomatisch. Ach, na traumhaft. Noch mehr. Wow, wo sind die Raider? Sich verarschen? Die ganze Station ist unter Wasser und hier ist nichts als nichts außer ein paar Blutkäfer. Ja, mach das. Das ist das. Alter, war gerade da oben jemand? Ist da gerade. Das ist doch scheiße. Ja, das ist echt scheiße hier. Das glaube ich dir sogar. Okay, waren das alle Blutkäfer oder was? Gut, dem fehlt der Kopf. Der steht, glaube ich, nicht auf. Würde mich jedenfalls wundern. Gut, andererseits. So, danke. Kate geht baden. Also, Freunde. Das ist sehr auffällig. Gott. An deiner Stelle würde ich keinen Tropfen davon trinken. Nee, habe ich auch nicht vor. Keine Sorge. Warte. Kate, Entschuldigung. Da. Eine Lötlampe, eine Sicherung. Eine besondere Lötlampe, wie es aussieht. Werkzeugkoffer. Juhu. Hallo. Nee. Das so. Wär's. Kleeband, Taschenuhr aus Hotel. Naja, okay. Ist ja nicht so toll. Kate hat das gefallen. Das freut mich. Apraxo Putzmittel extra stark. Vielleicht mal einen Sanctuary Hill ein bisschen putzen, ist ja alles verstaubt. Hat schon wieder die Tür aufgemacht, das gibt's doch gar nicht. Da möchte man mal ungestört sein, weißt du? Dann sowas. So, Blutkäferrüssel nehme ich, danke. Also irgendwo hier müssen die Raider sein, weil die haben sich hier ein Gefecht geliefert. Ja, mach ich. Golduhr, Superkleber, Schere, danke. Da ist bestimmt eine Bombe drin. Gott. Ah, danke. Danke, Mädchen. Freut mich. Da ist ein Such. Scheinwerfer. So, Ruhe hier. Ich hol die mal ran da. Scheiße, was war das? Was war das? Bist du blöd, Kumpel? Gibt's doch gar nicht. Ach, guck mal da hinten. Naja, tut aber eh nicht. So, tschüss. Da ist wahrscheinlich alles mit Fallen gespickt. So, Gefahr verflüssigt sich. Verflüchtigt sich gerade. Weil die zu dumm sind, uns zu finden. Das ist echt peinlich. Danke. Wo ich hingehen? Wie sollen wir kämpfen, wenn ich kaum die Hand vor Augen sehen kann? Mach doch Licht an. Ich sehe alles gut. Das passt so. Zeig dich! Los, wenn du dich traust!
Zeig du dich doch, was ist los mit euch? Also ohne Scheiß, was ist los? Naja, Frostschutzmittel, Knochen. Brauchst dich nicht verstecken, ist bald alles vorbei. Ja, ja, sehe ich auch so. Ja. Oh. Das Skelett, Entschuldigung. Nichts mehr zu sehen von ihm. Papoom! Wie kommst du denn darauf? Also, Spielzeugauto haben sie aufgestellt, auch nicht schlecht. Was zum Teufel war das? Scheiße, Idiot. Ach, was mit den Tasten, ey. Schau mal einer an. Hey. Ich fang gerade erst an. Ah, Minigun. Oh, schau mal. Alter. Irgendwie habe ich bei dem Gewehr irgendwie jetzt mehr vorgestellt gerade. Hm. Ich glaube, die Schrotflinte bringt hier drin einfach mehr. Sag ich doch. Bringt mehr. Was auch immer da unten ist, es ist bestimmt nicht freundlich. Das klang gerade nach einem Hund. Ich weiß auch nicht. Ah, guck mal hier. Vielleicht solltest du was von dem Zeug zurücklassen, das du mit dir rumschleppst. Was? Bist du blöd? Das da, muss ich hin. Anständig zielen, du Anfänger. Ah. Ja. Was? Ja, klar, ich bin ganz feige, weißt du? Kate, komm mal ran hier. Hey, brauchst du was? Mhm. Hast du was Schönes für mich? Ich hoffe, dir gefällt's, ich weiß nicht. So. Die Minigun, boah, eigentlich wollte ich die gerne mal benutzen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie davon Abstand nehmen, die Protektron-Begleiter zu manipulieren. Ja, schön. Die kann gar nichts mehr tragen, das ist ja gerade, es ist ein bisschen ätzend. Aber nur so ein bisschen. Dann pass mal auf hier. Jetzt machen wir das mal. Yeah. Kann ich nicht so ein bisschen anlaufen lassen, einfach schon, dass ich. Scheiße, was war das? Welche? Ach, da oben, guck mal. Oh. Da hat jemand einen Fatman. Leck mich doch am Arsch, ey. Da hat jemand einen Fatman, Freunde. Einen Fatman. Ein fettity Fatman. Ja, ist das da zum Kotzen? Das darf doch nicht wahr sein. Guck mal hier, habe ich vorhin vergessen. Nehme ich alle mit. Egal. Kongkong-Vorrat. Haarbürste. Vorwegsgeld. Warum beschäftigst du dich damit? Willst du etwa ein Museum aufmachen? Ja, möchte ich. So ein Kack. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann ich nicht mitnehmen? Nö. Okay. Auch Wurst. So. Da gehen wir gleich Haarklammern. Die muss hier ein bisschen was für uns knacken. Hey. Hm? Klar, ich nehme gerne. Halt gerne was für dich. Ah ja. Das klingt glaubhaft. Ich kann ja gerne mal ein bisschen was weg tun gerade. Impro-Pistolen können weg. Da hat jemand einen Fatman. Das ist ja. Ich weiß auch nicht. Das gefällt mir nicht, Freunde. Das gefällt mir nicht. Klimbert kannst du auch nichts mehr nehmen. Kannst du auch nicht mehr nehmen. Das gibt's doch gar nicht. So, warte. Diverses war's, ne? Haarklammern. Machen wir mal. 11 Stück wieder. Bitteschön. Hey! Brauchst du was? Ja, warte. Sag mir, wenn du Hilfe bei dem Schloss brauchst. Ja. Oder bei irgendeinem Schloss. Mach ich. Sehr gut. Dann machen wir auf das Ding. So ein Dreck. Ein Fatman. Naja. Der legendäre Raider hat einen Fatman. Das ist voll übertrieben.
Also, Entschuldigung, aber... Ich habe mir gerade mal was zu essen rein. Uch, halt, wir haben doch bestimmt irgendwas. Ja, ein bisschen Wasser. Gut. Ne, mach doch. Hey. Endlich eine kleine Herausforderung. Na bitte. Mal sehen, was ich tun kann. Hm, mach auf. Das kannst oh, du. Oh ja. Jupp. Dieses Klicken liebe ich. Das Schloss ist offen. Dem Nächsten, der mich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin, wo es wehtut, wenn du verstehst. Ja. Okay. Kopf sieht ab aus. Kopf ist ab. So, danke für die Bombe. Feder und Kupfer. Kupfer können wir gebrauchen. Okay, da unten sind Blutkäfer. Hörst du das? Was denn? Ich habe nur gesehen, dass da gerade ein Blutkäfer gestorben ist. Nutzen Sie im Notfall die dafür vorgesehenen Telefone, um polizeiliche Hilfe anzufordern. Na, da ist der andere. Irgendwas verfolgt uns. Ah, es hat bloß. Das ging schnell. Okay, hier waren wir schon mal. Nur so aus Prinzip. Hä? Ja, ein Raider. Nicht so schlimm. So, schnuppi ich mal kurz die Tür zu. Muss ja looten. Da bin ich gern alleine. Das ist ein sehr... Scheiße. Ein sehr intimer Moment für mich, das musst du verstehen. Schön. Was auch immer. So, her damit. Oh. Hehehe. Ist ja gar nicht geschossen. Wütend, wenn ich nass werde. Ja, dann geh doch nicht ins Wasser. Was ist los? Stimmt. Was? Mädchen. Ja, lass mich durch. So. Da wird wohl. Okay, das ist der Kopf. Die Viecher haben doch niemals den Kopf so auseinandergerissen. Oh, übrigens haben wir die Quantum nicht mitgenommen gerade eben. Achso, Schraubenschlüssel. Okay. Eine leere Flasche. Oh, das ist ja toll. Krieg mal Glas raus. Warum können wir eigentlich keine Fenster machen? Fände ich toll. Bitte treten Sie zurück von den Türen, um Verzögerungen zu vermeiden. Ja. Welche Türen? Falls hier vor kurzem jemand war, hat er keine Spuren im Staub hinterlassen. Naja. Ich weiß ja, wer hier ist. Nämlich jemand mit einem Fatman. Ja, bin verzaubert. Ja, warte. Suchi. Bam. Niemand. Alles gut. Was? Ich hab nichts gehört. Bitte Vorsicht beim Einsteigen. Ja, Vorsicht beim Einsteigen. Ich pass schon auf. Keine Sorge. So, ich pack mal die aus. Scheiße, was war das? So, Ruhe. Was denn? Nein, schon nichts. So. Wie sollen wir kämpfen, wenn ich kaum die Hand vor Augen sehen kann? Wie wär's, wenn du nicht rumschreist, damit wir uns nicht hören? Was soll denn das? So, fährt in Minuten auf Plattform. Also, bitte zurückbleiben. Da ist er mit der Minigun. Oh. Das war nicht so schlau. Das hat die Splittergranaten ausgerüstet. Na, jetzt ist er egal. Ja? Sollte ich? Wo soll ich hin? Fährt in Minuten auf Plattform. Die Lebensmittel hat nicht so viel. Was ist denn da los? Die muss die ganze Rüstung auseinander einfach. Kate, geh zur Seite. Verdammt. Halt die Schnauze jetzt da hinten. So. Kann ich mit ansehen hier. Entschuldigung. Voll den Hunger. Ich
Hörst du das? Das nennt man einen. Na, Mädchen. Alter. Sei ruhig. Ruhe. Das war verdammt knapp. So, da ist irgendwo das. Ja, toll, wir haben keine Beine mehr. Hehe. Ja, toll. Geil. Okay, aber da ist das Miststück mit dem Fatman. Alter. Das Miststück mit dem Fatman ist die, die jetzt in der Mitte ist. Von dem Radar unten. Hast dich verpisst, was? Das ist das Miststück mit dem Fatman. Scheiße, Alter. Brauchst dich nicht verstecken. Ja, ja. Ist alles vorbei. Sehe ich auch so. Wenn die mit ihrem Fatman nochmal ankommt, war es das. So, das können wir aufmachen. Das machen wir gerade mal auf. Alter. Oh, zum Glück hat das Ding nicht getroffen, ey. Reaktor. Traders Declare. Wealthy. Hat keine doppelten Buchstaben. Wie schön. Türwandsteuerung. Alter Schwede. Die Datenbüro gesehenen Telefone, um polizeiliche Hilfe anzufordern. Ist das hier sowas wie ein Safe Room oder so? Oder was ist das? Oder das Mystery Room Fatman ist genau geradeaus. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Das Mystery mit dem Fatman muss ich irgendwie ins Visier bekommen mit meiner Sniper und dann einen kritischen Treffer. Dann wäre die Geschichte. Es ist eine Frau, das haben wir gerade gehört. So ein Kack. Wir müssen irgendwie gucken. Eigentlich müssen wir die Tür aufmachen und wahrscheinlich wird die dann mit dem Fatman hier reinballern. Bin mir ziemlich sicher, dass jetzt, wenn wir das jetzt aufmachen, wird die mit dem Fatman hier gleich reinballern. Würde ich jedenfalls so machen. Aber ganz ehrlich, ich werde den Fatman nicht benutzen, um in geschlossenen Räumen rumzuballern. Aber das ist was anderes. Na, wo ist das Pfeifgeräusch? Kate, hör auf! Mach keine Scheiße! Von da sieht man es aber auch nicht, ne? Nee. Kommt höchstens die Atombombe durchgeflogen. Kackmist. Nee, ich krieg die hier von der Tür aus auf keinen Fall. Naja, das ist ja wunderbar. Dann müssen wir gucken, ob ich die von da irgendwie snipern kann. Ah, das ist so ein Kack gerade. Warum hat die einen Fatman? Die müsste da oben sitzen. Da hinten nicht, die müsste da oben irgendwo sitzen. So, dafür haben wir keine Schuss mehr, das ist auch toll. So eine Atombombe geflogen. Ja, ich glaub's ja wohl. So, pass auf, ich werf mal. Da ist die Schlampe. Das ist der legendäre Raider. Hörst du das? Es ist der legendäre Raider. Das ist ja ein Traum. Nein, tu's nicht. Tu's nicht. Na komm, Five. Ich möchte nicht sagen, ich habe Angst, aber... Langsam werde ich sauer. Kurz und schmerzlos. Glaub ich, komm schon. War das etwa schon alles? Wie, jetzt ist die tot? Alter, habe ich die gerade auseinandergenommen? Alter, ich habe die gerade... Alter, die ist weg. Habe ich die gerade... Also... Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ja, dann komm mal her. Der verfickte Feigling wartet. Wartet, ich glaube, ich habe die umgelegt. Oh. Hast Angst, was? Nein. Solltest du auch haben. Nö, nö. Sicherheit sollten Sie davon Abstand nehmen, die Protektorenbegleiter zu manipulieren. Oder Angst vor dem Stück da mit dem Fatman, aber sonst von niemandem. Die ist tot. Dann müsste die ja da liegen. Ja, da liegt sie. Sehr gut. Nein, es ist nichts.
Nö, ist nix. Keine Sorge, ist nix. Keine Sorge, alles gut. Ist nix. Was verfolgt uns? So. Nee, nee, jetzt nicht mehr. Alter, wir haben die mit dem Fat. Ich wette, der Fatman ist das legendäre Ding. So, wir gehen hier mal in die Klorre. Also nichts von mir. Ja, das klingt interessant. Sieht interessant aus, auf jeden Fall. Okay. Ich nehme sowieso wieder alles mit. Wobei wir müssen ein bisschen was ablegen, ne? Alter. Alter. Kann man die runterschießen? Nö, schade. Was macht komische Geräusche? Patronenkorken. Ja, hier. Weißt du was, Kumpel? Ich mach hier mal, ich muss hier mal ein bisschen Zeug loswerden. Die Klamotten können wir ja am ehesten hier lassen, denke ich. Ja, ja, die Beine sind am Arsch, das stimmt. Die hat's auseinandergelegt. Oh, guck mal, süß. Sitzt noch hier mit dem Radio. Schön. Gut, den Hund gibt's auch nicht mehr. Hm, Hundefutter, geil. Pro-Snap-Kamera. Warum haben die Skelette nicht rausgeschmissen, ganz ehrlich? Ich würde nicht pennen wollen, wenn da Skelette rumliegen. Na egal, wir holen uns mal den, Fatman. Den nehme ich. Oh, die Minigun würde ich halt auch mitnehmen wollen, ne? Da kann ich mal so viel tragen übrigens. Da liegt noch eine Minigun. Na also. 50% mehr Schaden gegen Tiere. Den haben wir jetzt zweimal. Kann das sein? Den haben wir jetzt zweimal. Oh, Kronkorken, Patrone, Mini-Atombombe, danke. Klar, und ein Impro-Gewehr, weißt du? Voll den Was fetten. Auch immer da unten ist, es ist bestimmt nicht freundlich. Diesen riesigen Fatman und dann als Waffe eine Impro-Pistole. Ist so billig. Und da oben haben wir, glaube ich, auch jemanden zerlegt, kann das sein? Wir müssen eigentlich das Zeug los sein. Ich will den Fatman nicht liegen lassen. Einfach nur, weil er legendär ist. Oh. Oh. Fusionskern. Fusionskern. Gefällt mir. Ach, hier ist ein Ausgang. Ah, das ist ja gut. Fusionskernchen, komm mal her da. Jo, danke. Den Schrott lassen wir auch nicht liegen, den Rest können wir jetzt erstmal liegen lassen, denke ich. Achso, den können wir gar nicht sprengen. Ne? It beats the sound of silence. Achso, use. Ah, ja. So Ohrschutz tragen halt. Würde ich hier echt empfehlen. Gerade wenn wir hier rumwüten, also. Aufgepasst! Was gibt's denn? Oh, und ich dachte, du wolltest kuscheln. Was ist mit der los? Also, ach ja, die kann ja nichts mehr mitnehmen. Ja, kacke. Haben wir hier oben nicht jemanden zerlegt? Ah nee, ich glaube, wir hatten der legendären Raiderin da schon mal ins Bein geschossen, kann das sein? So, Miststück. So, das Prinzip. So. Ja, pam. Scheiß auf die Muni. Komm mal her da. Pam. So. Keine Arme, keine Beine. Da machst du keine Führerscheine. Mädchen. Merkst dir. Das spätere Leben. Du Stück Scheiße. So, Entschuldigung. Hier liegt noch ein Skelett rum. Hier liegen überall Skelette rum. So, Jet, brauche ich nicht. Ich leg hier mal ein bisschen was. Ich drück dir mal ein bisschen was in die Hand gerade. Guck mal, hier Impro-Pistole kannst du bestimmt gebrauchen. Das kannst du bestimmt auch gebrauchen. Ja, hier so ein paar Splitterminen kannst du bestimmt auch gebrauchen. Guck mal hier. So, guck mal, was ich hier noch hab alles. Was ich denn alle mit hab. Guck mal. So, dann nehmen wir die nehmen wir wieder mit. Ein Kampfgewehr nehmen wir mit. Die 24er nehmen wir auch mit. So ist nicht. Okay. Sieht gut aus. So, das war's hier drinnen dann. Dann können wir ja wieder gehen. Wir haben noch so einen Fatman abgegriffen. Den hatten wir zwar schon, aber was. Oh. Ich glaube, die Erschütterung hat ein bisschen aufgeräumt hier. Ja, jetzt haben wir halt das Ding mitgenommen noch, was soll's. Da machst du nix, sag ich mal. Den haben wir jetzt zwar schon mal, aber ja gut. Zweimal können wir auch benutzen. Weiß ich nicht. Aha. Na Freunde. Zum Glück habe ich das gesehen. So. Eine Quantum. Geil. Nehmen wir mit. Danke. Mittelautomat ist nichts. Zeitungsständer ist nichts. Die Kartenautomat ist auch nicht mehr drin. Haben alles schon weggesoffen, weggeraucht. Die Schweine. Nichts für mich da gelassen.
Soll ich meinen Sieg feiern, aber. Aber nichts. So. Gehen wir mal da raus hier. Wenn zwei Werkstätten mit einer Versorgungsroute verbinden, teilen sie sich Lebensmittel, Wasser und zum Bauen benötigte Ressourcen. Das ist schön. Diese Pack-Brahmins, ne? So völlig überladen einfach. Na gut. Heieieiei. Ach, ja, natürlich ist dunkel. Ja, na klar. Was auch sonst. Ist ja traumhaft. Wir haben gar nichts auf der 2. Also auf dem Pfaffi 2. 2. Ja, Technical High School. Hm, ich sehe schon. Ah, cool. Lass nicht zurück, was hilfreich sein könnte. Mit Brille und Bleistift. Ich glaube, da sollte er eigentlich sitzen. Deshalb die Brille und der Bleistift, aber okay. Na, Kumpel. Zeit für etwas Spaß. Wir sehen den Turm auch irgendwie gar nicht. Aber okay, ist nicht mein Problem. Hier ist ein Basketballplatz. Können wir hier lang? Ist ja krass. Hä? Der hat einfach das Tor aufgemacht, die blöde Kuh. Soll ich hier voll so. Eine Notfrequenz? Halt. Ja, ja, du kannst dich schnell reisen. Halt, wo? Hier, Mann. Da. Wollte irgendwas wiederholen, aber er wiederholt es nicht. Das ist ja traumhaft. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Pam, Junge. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Aha, okay. Hier ist also irgendwo eine Militärbasis. Feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Okay. Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Oh. Okay. Ich wiederhole. Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Na gut, haben wir jetzt gehört, also irgendeine Rationierungsstelle oder was? Irgendein Notfallplan, blub, keine Ahnung. Eingeleitet und fertig. So, was haben wir da oben? Ich glaube, das funktioniert so nicht ganz. Warte, hörst du das? Naja. Irgendwas schießt hier? Das ist auch. Oh. Tja, das war wohl absolut nichts. Ach, guck mal. Ja, ja, da stelle ich mir gerade mal Wurst. Was ist denn das für ein Typ da oben? Das ist bestimmt ein Raider, hm? Es kann nichts Friedliches sein, also ganz im Ernst, es kann nichts Friedliches sein. Und wir haben immer noch keine Beine. Oh. Was haben wir denn da? Oh, ja, geil. Eiternd. Und noch eine schwarze. Oh, geil. Oh. Hat er uns gesehen? Weiß ich nicht. Jetzt auf jeden Fall gehört. Ich hab's aber getroffen. Ja, ja, jetzt nicht mehr. So, Schnauze. So, da unten die Blee fliegen, können wir mal snipern. Ich schwöre, das hat viel gebracht.
Das hat... Was? Was ist da drüben schon wieder los, ey? Du kriegst mein Blut mit, du dreckiger Bastard! So, hau ab. Wow, wow. Dein Arsch gehört mir! Gott, ich hasse Blade-Bienen. Halt den Rand. So. Da ist noch was? Ah, ein Blutkäfer. Ja, klar, was sonst? Ja, na, traumhaft. Irgendwas Bam. Verfolgt uns. Pam. Wirkliche Ziele. Sehr gut. Pam. Nein. Sag mal. Na bitte. Was auch immer da drüben gerade hochgegangen ist, ich möchte ich das wissen. So, hier ist ein bisschen red. Alles klar. Das Auto ist hochgegangen. Also der Laster. Oh, das klingt ja toll. Ich dachte schon, dass schon wieder jemand mit dem Fatman. Das wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Wir gehen mal rüber. Was soll passieren? Wir haben hier schon keine Beine mehr in der Rüstung. Scheiß Fatman. Ah, die leben noch. Ich dachte, die sind jetzt auch tot. Ah, alles klar. Hm, Raider. Ja, ja, was auch sonst. Weißt du, ganz im Ernst, was auch sonst. Wenn hier irgendwas im Wildland unterwegs ist, ist es auf jeden Fall so einer. Dachte ich mal, du könntest dich verstecken, nein? Nö. Na, Junge. Verstecken wollte ich mich nicht, aber... Fusionszelle. Wann hat er eine Fusionszelle mit, wenn er ein Springmesser hat? Hast du was Brauchbares gefunden? Ja, geht so. Nee, aber die haben aber keine Schuss mehr. Ich dachte schon, da kommt irgendwas Fettes, aber das ist immer der LKW, der vor sich hin raucht. Ah ja, der brennt noch ein bisschen vor sich hin. Hm, da geht's hoch aufs Dach. Interessant. Ah, oh, nicht schon wieder. Komm her, Mädchen. Komm her. Ja, komm ruhig näher, Mädchen. Hm, war nichts. Ja, es mutiert. Ja, war doch klar. Meine Fresse, mutier halt. Komm, mutier. Na, fuck it. Mutier vor dich hin, Raider. Wie viele legendäre Feinde finden wir hier denn noch? Ey. So schnauze dann nicht wunderbar. Scheiße. Ich werde mir mit dir den Dreck von meinen Stiefeln wischen. Mach das. Ach, das war Katie jetzt gesagt. Ich hab gar nicht die Raider Schlampe-Schreie gesagt. Alter. Wie viel teilt die denn aus, bitte? Ja, nicht so geil gerade. Oh, wo ist er? Ich glaube, er kommt gleich raus. Hm. Alter. Ah, der hat gerade ein Stimpack eingeworfen. Ah, die kleine Sau. Hat gerade noch ein Stimpack eingeworfen, ja? Hä? 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 Hat er nichts gebracht, wa? Oh, Mistcheck. Rückstoß wieder im Gehirn. Ja, toll. Wetz verbessert. Hm, um 10% reduziert Aktionspunkte. Ja, okay, ist nicht so Bombe. Patrone, Kronkorken, Silberteller können wir mitnehmen. Ja, den Rest lassen wir jetzt einfach mal liegen. Da ist immer noch irgendwas. Ach, da oben dann bestimmt, ne? Hm, naja. Patrone, Dandyboy-Äpfel, Eichhörnchen ein bisschen. Hm, lecker. Sollen wir mal da hoch? Wir wollen doch bestimmt mal da machen. So, packen wir mal aus hier. Okay. Psst. Hoffentlich ist es das wert. Komm rauf da. Perfekt. Hallo Freunde. Scheiße, was war das? Das war keiner. Ach doch, da. Ah, da war sie gerade. Meinst du, ich sehe dich nicht, Mädchen? Schön hier oben. Nicht mehr allzu lange, aber schön hier oben. So, Kate. Das Jet wird dich nervös. Was zum Teufel war das? Na, Mädchen? Zeit, sie fertig zu machen. Man braucht... Höh! Schnauzehund. Ach, guck mal. Na, ja, kommt jetzt auch, wenn man das gefaddelt, oder was? Hm?
Willst du mich verarschen, Mädchen? Schön die Schnauze gerade. Durch. Ach so, habe ich gerade schon. Entschuldigung. Ja, dann geh doch weg. Komm mal her, Junge. Hör mal auf, hier rumzulatschen. Hm? Das ist nicht, das finde ich nicht nett. Was ist denn da für eine Waffe, Alter? Ich finde das nicht nett, habe ich gesagt. Halt die Schnauze. Ja, komm hier. Pam, pam. Ach so, so ist das. Naja, versuch's. Ich hatte so ein Ding in Hals hier. Hm, leicht, Kampfgewehr, das klingt gut. Nehme ich mit, dankeschön. Schlagring brauche ich nicht, Patronen nehme ich. So. Patronen, Patronen, Fusionszeichen. Ja, nehme ich. Danke, danke, die brauche ich nicht. Nur noch Gefahr. Ach, das sind noch welche. Ja, ja, mir. Ja. Müssen wir jetzt in irgendein Haus rein, oder was? Was sind wir denn eigentlich? Dass wir hier irgendwo in ein Haus rein müssen? Hä? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Da steht, wir sollen in irgendein Haus rein. Könnten wir eigentlich mal machen, aber ja, komm. Huch, oh. Nein, das will ich aber nicht. Wir haben jetzt keinen kritischen Hit. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ja, deshalb kommst du auch nicht raus, du Sau. Hm? Wo ist er denn? Sag mal. Hm? Leighton Towers. Okay. Was leuchtet denn da oben? Ah. Wahrscheinlich das da. Ich glaube, da ist die Atombombe eingeschlagen vor 200 Jahren. Hey, halt mal kurz die Klappe, ich habe was gehört. Nee, hey, mal kurz, ich hab mal gehört. Dafür wirst du bezahlen. Na, Kumpel? Triff mich nicht, triff mich nicht. Ich treffe aber auch nicht, das ist peinlich. Dein Pilotenhelm. Wie er einfach nicht trifft, weißt du? Komm. Was sind für ein Getriebe? Hm, was auch immer. Ich werde wissen, was er meint. Da unten ist noch einer. Ich hoffe mal, er ist da unten. Pack die Schrotflinte aus. Wir gehen in die Stadt. Hm, da ist er. Ja, Kumpel. Das lief wohl nicht nach Plan, wa? So, das ist alles scheißegal. Den Kreuzschlüssel brauchen wir auch nicht. So, Leighton Towers. Okay. Ja, gut, so richtig Tower ist es nun nicht, aber... Ach, das ist Kate. Okay. Wir haben ein Level Up. Wir sind jetzt Level 23, müsste es jetzt sein, ne? Hm, naja. Ich hätte gern Level 25. Oh, mit Jet. Hm, alles klar. Schön verbarrikadiert haben sie sich ja. Nur doof, wenn man halt genau das umgeht. Ja, ist wieder eine sehr saubere Textur auf jeden Fall. Was ist denn nur los hier manchmal? Das ist eine Puppe. Ich hasse Puppen. Will jemand irgendeine falsche Mannstärke aufweisen? Na, guck mal, da ist zum Beispiel schon mal ein Kampfhund. Krieg ich. Mist. Nee, daneben. Verdammt. Hey, wo ist er hin? Wofür? Ich hasse es, verarscht zu werden. Ja, ja. Ah. Das ist ein Psycho-Raider. Ich schwöre, da war was. Jetzt nicht mehr. Da unten ist noch einer. Versteckt sich halt hinter einem... mit einer Nahkampfwaffe. Das ist so dumm. Oh, das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Schon wieder so ein legendärer... Moment. Ich brauche mal gerade was anderes hier. Waffen. Ja, Kugelgranate. Können wir mal werfen. Können wir mal machen. Werfen wir den mal entgegen hier. Komm mal. Pau. Da ist Luke. Wow. So, Lou Raider. Ja, jetzt ist er mit Tür. Ja, war doch klar.
Hm, jetzt macht Spaß. Können wir hier mal ein bisschen so Elite-Snipern. Pam. Ich hab Blut in den Augen. Ja, ich hab den Auge ausgeschossen, Kumpel. Das hab ich. Das hast du. Pam. Das war ja leicht. Ist da gerade was mit dem geflogen? Nee. Alter, von da hinten? Willst du mich verarschen? Auch noch mit einer Schrotflinte oder was? Na, guck mal. Hörst du das? Ich fand schön, wo doch, dass der Hund die Splitterkamine ausgelöst hat. Irgendwas verfolgt uns. Ja, ja, jetzt nicht mehr. Immer noch. Wie viele sind das denn? Ich sei da mit einer Schrotflinte, verdammt. Was ist denn los? Man trifft auch noch, weißt du? Jetzt langt's aber. Hm. Muss es scheinbar. Hep. Nee, aber du gleich. So. Erledigt. So, hier haben wir noch einen legendären. Dem fehlt eine Hand. Oh, oh, wow. Kostet 25%. Wow. Ich meine, dass legendär sind schön und gut, aber. Ja, der Fatman war geil. Auch wenn wir den jetzt schon mal haben, aber. Alter, ein Bleirohr, das ist doch kacke. Wir gehen ja nicht, ich gehe ja nicht in den Nahkampf, ey, was ist los? Also, und wenn ich in den Nahkampf gehe, dann wahrscheinlich mit einer Schrotflinte. Flinte! Verdammt. Ich muss mehr auf den Boden achten. Mars Pike aus Tunnel. Interessant. Komm ich da jetzt hin? Hä, wie komme ich da rein? Ah, hier. So, Munitionskisten. Gefällt mir. Gleisbolzen, Patronen, 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 Patronen. Danke, nehme ich. Was haben wir hier? Wahrscheinlich Drogen. Nö, Patronen im Kühler. Mhm. Okay. 10 mm. Der Rest eher so, nö. Ist hier noch was? Da scheint ein Gang reinzugehen irgendwo. Mhm. Ah. Ah ja, Maspack. Okay, da kommen wir dann in den Tunnel. Das ist okay. Das ist Kate. Ich wollte schon losschießen. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Ja, schon. Also habe ich jetzt gedacht, dass ich den mitnehme. So, Entschuldigung, aber ich hasse Puppen. Schlimmer als Puppen. Sag mal. Oh, eine Power-Rüstungsstation. Das bietet sich an. Ich habe nur das Gefühl, dass da irgendwas auf uns wartet. Das sind zwei offene Eisenbahnwaggons. Das gefällt mir nicht. Hier steht doch nicht einfach so sowas rum. Wenn hier eine Red Rocket Tankstelle ist. Sind auf beide. Was steht da nicht einfach rum, Freunde? Kannst du mich erzählen? Mhm, mhm. Danke. Alles mitnehmen. Hier steht einfach so eine Power-Rüstungsstation. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hallo? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, ich muss erstmal aussteigen, ne? Ja, 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 ja. So. Herstellen. Wir müssen dringend alles reparieren, sehe ich gerade. Als erstes mal die Beine. Leg mich daran. Ah, da fehlt Aluminium, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Hat Kate einen Aluminiumkanister dabei zufällig? Kate? Kate? Alter, Kate! Komm ran jetzt. Hallo. Aufgepasst. Ja? Sitzen auf Waffenbänken. Wollen wir ein paar Sachen tauschen? Ja, ich brauche irgendwas, was Aluminium gibt. Warum hat die einen Kronkorken? Ich will es nicht wissen. Hm. Aluminium. Warte. Aufgepasst. Das macht mir bei diesem Job immer am meisten Spaß. Ja? Okay. Wir wollen ja alles gleich reparieren, ne? Okay, mehr ist nicht. Gut, alles kriegt man nicht repariert, aber die Beine immerhin schon mal wieder dran. Alter, wie das aussieht einfach. So.
Ach so, warte, dann den ausrüsten. Reparieren. Ausrüsten. Torso würde ich noch gerne reparieren, jawohl. Das noch. Und den. Für den reicht es dann wieder nicht mehr. Ne, fehlt wieder Aluminium. Okay. Macht nichts. Ballert wieder irgendwas freudig vor sich hin. Ich will nicht wissen, was. Vielleicht kriegt man hier noch eine Aluminiumdose oder sowas. Wenn wir dann genug. Zahn, zahn. Das können wir aber mehr mitschleppen. Ich will gar nicht wissen, dass wir hier vor sich hin ballert. Ja, es ist so. Echt traumhaft. Gut. Geld gibt's auch nicht. Schade. Wie viel Zeug wir einfach entfernt haben, das kommt gar nicht hinterher. Das gibt's gar nicht. Oh. Hä? Sind wir. Sind wir. Ah, oh, Tatsache. Diamond City. Alter, geil. Da können wir doch mal hingehen, Mensch. Da können wir doch mal hingehen. Was ist denn hier los, Mensch? Wir sind einfach so unbeabsichtigt in Richtung Diamond City. Das ist ja geil. Das ist wieder der Augenbot. Gerade natürlich die Tower-Signal verloren. Ja, ja, das ist schlimm. Da brüllt ein bisschen rum, der Augenbot. Na, Kumpel? Geh halt weg. Ignorieren Sie mich halt. Nee, ist okay. Ich komme nicht mehr klar. Irgendwie. Entschuldigung. Ich trinke mal kurz was. Wenn wir Action suchen, werden wir sie hier bestimmt finden. Stimmt, mit Kate waren wir noch gar nicht hier, ne? Vielleicht rede ich auch mit irgendjemandem. Energiekerne haben wir, also Fusionskerne haben wir mittlerweile schon, das ist gut. Wir brauchen auch einen Laden. Die haben alle zu, es ist ja, ist ja ein Träumchen. Okay. Ach nee, du hast auf, ja stimmt. Oh, ich hoffe, Sie sind hier, um etwas zu kaufen. Ja. Das ist mein Leben. Also eigentlich eher verkaufen, aber... Dann lass mal sehen, was du so hast. Nur Waren von höchster Qualität. Mhm. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Eine Brille. Die kann weg. Das behalten wir aber nur, weil es legendär ist. Vielleicht bei einer Impulsgranate. Das behalten wir alles, denke ich. Ah. Moment. Entschuldigung. Moment. Gott. Muss heute ausnahmsweise mal sein. Tut mir leid. Tja, weiß ich nicht. Kann weg. 44 haben wir auch eine. Fatman, behalten wir, Bleirohr. Ja, weiß ich nicht. Ist eigentlich überhaupt nichts wert, aber... Kampfgewehr, behalte ich eins. Klamotten haben wir alles soweit. Können wir hier können wir noch ein bisschen was verkaufen. Hat eh Red. Werde ich nie anfassen. Von daher kann es eigentlich weg. Stealthboy kann auch weg. Brauche ich nicht. Werden wir nie benutzen. So, das ist alles meine. Nö, nö, das ist alles. Die kann eigentlich weg. Ganz ehrlich, die können weg, die brauchen wir nicht. So, zack. Ja, der hat nicht so viel Geld. Ja, leg mich doch am Arsch. Was nehmen wir wieder? Weiß ich nicht. Irgendwas, damit er wieder genug Geld hat, dass wir alles verticken können hier. So, nehmen wir an. Danke. Schönen Dank auch. Ja, ja. Wir müssen mal irgendwo pennen gerade. Deine Freundin sieht nach Ärger aus. Ja. Sorg dafür, dass sie keinen macht. Nö, nö, die kann auf sich aufpassen. Die Drinks gehen auf mich. Hm? Ich vermute, du gibst nicht allen Fremden einen Drink aus. Stimmt, tue ich nicht. Ich bin in der Stadt, um einen Henry Cook zu finden. Weißt du, wo ich ihn finden könnte?
Henry Cook. War das der Typ aus der Kneipe? Warum suchst du nach ihm? Eine berechtigte Frage. Er ist mein Vater. Ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört, also bin ich in die Stadt gekommen, um nach ihm zu sehen. Oh. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Okay, danke. Ich bin noch eine Weile hier. Es wäre nett, wenn du es mich wissen lässt, falls du was hörst. Das kann ich machen. Wo ist mein Drink? Verzieh dich, Kumpel. Das ist aber nett. Du, dir sag ich nichts, das kannst du aber wissen. Achso. Ich steig mal aus und setz mich wieder zu Kate. Ja, ich mach mir gemütlich an mit Kate. Also jetzt. Ja, gib mal her. So. Ich setz mich mal hier hin, Kate, ne? Was machst du da? Kreuz oder Rätsel? Ah, nee, ich schreib das auf. Okay. Wir warten mal. Bis. Ja, 10.15 Uhr ist okay. Sunshine, Sunshine, Reggae. Ging das so? Ich weiß es gar nicht. Was haben wir da hinten am Kopf, am Helm? Okay, wenn wir was hören, sollen wir zu Colette. Gut, kann man machen. Ist nicht das Problem. Wie das aussieht, einfach so ein Sammelsurium an verschiedenen Rüstungen, aber... So. Solange der nächste Typ, auf den wir treffen, nicht mit einem Dosenöffner bewaffnet ist, können wir eigentlich loslegen. Es gibt mir zu denken. Sehr merkwürdige Aussage, Mädchen. Was wollte ich denn jetzt? Warum habe ich denn jetzt auf den Tag gewartet, ich Idiot? Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das Beste für den Selbstschutz. Ich hab Knarren. Oder willst du lieber was für den Nahkampf? Du kennst dich also mit Waffen aus, was? Pass auf. Ich kann dir Knarren, Schwerter, was auch immer verkaufen. Und die werden dir helfen, am Leben zu bleiben. Aber das Geheimnis bei Waffen liegt in den Mods. Die verleihen dem Ganzen erst die persönliche Note. Schraub ein Zielfernrohr dran, vergrößere das Magazin, was auch immer. Wenn du dir Zeit für deine Ausrüstung nimmst, bist du auf alles vorbereitet. Naja, wie dem auch sei, reden wir übers Geschäft. Was brauchst du? Deshalb muss ich Waffen. Dann lass mal sehen, was du so hast. Für jeden was dabei. Big Boy. Feuert ein zusätzliches Schuss. Ist übertrieben, ey. Es ist so übertrieben. Fernwerfer. Fusionskerne, geil. Fusionszellen. Alles sehr interessant. Ja, ja. Old Faithful. Doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Naja, ist halt auch nur beim ersten Schuss irgendwie sinnvoll, ne? Baurüstungsgestell könnte man eigentlich brauchen. Sturmgewehr, Wächterarmschutz link. Naja, ist irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht. Präzisionsschützen ist Präzisionsschützen. Boxhandschuh. Alter, hat er da... Boah, das ist mies. Das ist mies, ey. Durchdringende Powerfaust. Das ist das Ding, was man manchmal am Ladescreen sieht. Alter. Das ist ja mal voll übertrieben. Elektrifiziert und gezackt. Komfortgriff aufgeregt. Plasmapistole. Panzerbrechend. Panzerbrechende Kampfflinte. Alter Schwede. Aber was bringt mir eine Kampfflinte, also eine Schrotflinte mit so einem Zielfernrohr? Das verstehe ich nicht. Kurzlevig 44. Wo das Visier länger ist als die Waffe, aber okay. 70 mit Mündungsbremse mächtig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Automatisches Kampfgewehr. Rückschussgedämpfter Repetierer. Maschinenpistole. Ja, gut. Bisschen was Interessantes ist auf jeden Fall dabei, aber eher so interessant zum mal angucken als zum Kaufen tatsächlich. Was wollte ich denn jetzt machen, verdammt? Ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Da wollte ich nicht hin. Ja. Gut. Sind wir auf jeden Fall wieder in Diamond City mal. Wir haben jetzt keine Farbe mit, ich Idiot, ne? Ich kann jetzt keine Störungen gebrauchen. Entschuldigung. Na, ihr Süßen?
hier zwei bis vier Süßen. Ich weiß es gar nicht. Sind das jetzt zwei oder sind das jetzt vier? Keine Ahnung. Liegt noch ein Autowrack. Im Stadion wohlgemerkt. Im Stadion. Das muss man auch erstmal hinkriegen. So, da ist Diamond City Radio. Das ist der Kleine. Haben wir das schon? Riskiert nicht, draußen im Commonwealth zu verdursten. Ich bin dir echt dankbar, dass du geholfen hast, die Wasserversorgung zu reinigen. Das war verdammt gut für mein Geschäft. Mhm. Was darf's sein? Ja, ich schau mal, was du hast. Heute erst abgefüllt. Okay, der hat wirklich nur aufbereitetes Wasser. Das ist ja toll. Gut, hier drinnen war wohl nichts mehr. Höp. Ja, Red meldet sich gleich wieder. Das ist, wow. Gut, ich meine, wenn es ein Filter ist, wenn es wirklich aufbereitetes Wasser ist, dann kann man das ja trinken, meinetwegen, aber hm. Drei verkäufliche Camps, ja. Mit Empfehlung von mir. Ich weiß nicht, wieso wir Valentine erlauben, in der Stadt zu leben. Er rettet ein, zwei Leute und schon vergessen alle, dass er ein verdammter Sünd ist. Hm. Wollte ich in Stuckout hin? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte irgendwas hier, ich habe es aber vergessen. So, viel los heute hier. Hm? Henry lässt mich nicht mehr in die koloniale Kneipe. Also bin ich hier. Das finde ich verdammt gut so. Andererseits ist in der kolonialen Kneipe sowieso niemand mehr. Von daher. Wenn du Hunger hast, haben wir auch was zu essen. Aber die meisten Leute bestellen nur Drinks. Ich hätte jetzt eigentlich gefragt, wie es mit Dings lief, aber okay. Oh Mann, selbst der Himmel ist nicht mehr selbst sicher. Der Himmel ist nicht mehr hast du sicher. Dieses... Hast du dieses Ding gesehen? Luftschiff, ich stelle eine Bruderschaft. Wie viel zwei damit zulabern? Sag mir Bescheid, wenn du ein Zimmer brauchst. Ja. Ansonsten ist die Bar da drin. Ja, ja. Text mich gleich zwei mit demselben Kack zu, also ganz ehrlich. Okay, wollte ich auch nicht hin. Ich wollte irgendwas machen und hab vergessen, was. Das ist, wow. Wir haben keine Blähfliegendrüse mit, glaube ich. Ich glaube, wir haben keine Blähfliegendrüse mit, ne? Scheiße. Sonst hätten wir das Labor-Ding da abgeben können. Hier. Nee. Wo waren das jetzt nochmal? Hab gehört, dass du Valentine gerettet hast. Ja. Gute Arbeit. Die meisten Sins jagen mir eine scheiß Angst ein. Aber Nikki, der ist nicht wie diese Psychopathen. Wo war denn jetzt das... Wo war das denn jetzt? Nur das Beste für den Selbst. Ja, ja. Handgefertigte Stücke. Mhm. Hier gibt's hochwertige Schlaghölzer. Die besten Schädelknacker im Schule? Nee, was war das? Hä? Bin ich blöd? Wo war das denn? Da ist die Super Salon bekommst du endlich deinen Traumhaarschnitt. Mhm. Die neuesten Neuigkeiten aus dem Commonwealth. Sag mal, bin ich blöd? Das war doch irgendwo hier außen. Verdammt. Was sind da eigentlich drin? Kemmer Care ist auch für euch da. Mhm. Medikamente für jeden Bedarf. Ja, bestimmt. Lagerhaus. Das war doch hier irgendwo, oder nicht? Hier! Oh, verdammt! Ja, Science Center. Ich Beppo. Na, ihr zwei? Oh. Scheiße, das wollte ich nicht. Toll, ich bin verklickt, weißt du? Oh, Mann. Dr. Duff kümmert sich um die Besucher. Wende dich an sie. Dosenöffner bewaffnet ist. Dr. Duff? Eine Blähfliege zu sezieren macht echt Spaß. Pass nur auf den tödlichen Stachel auf, dann bist du eben nur ein kleiner Wissenschaftler. Okay. Hast du eine Blähfliegendrüse dabei? Aufgepasst. Sag, was du Aufgepasst. Du hast keine Blähfliegendrüse bei dir. Das ist brauchst du nicht, ich kümmere mich darum. Frustriert. Na gut. Hey, eine Klingel. Viel Spaß unterwegs. Ich kann die Klingel nicht. Ich kann die Klingel nicht betätigen. Das ist doch Kacke. Ah, da war's gerade. Entschuldigung. Hey, eine Kochstation. Achso. Hm, ja, okay. Pass auf. Huch. Plopp. Schön. Wir gehen nächste Folge mal. Eigentlich ist es nur nach Sanctuary Hills, ne? Ich glaube, Paladin Dance hat eine. Wenn du die Blähfliegendrüse hast, ja. Dann gibt es eine Belohnung. Wow.
Wahrscheinlich irgendwas total abgefahrenes, absolut crazy Ding, keine Ahnung, was man Kindern nicht geben sollte. Die raucht übrigens auch schön. Ja, wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Also vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und tschüdelühü.